Willkommen zu einem neuen Brookhaven-Video. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Und dann viel Spaß! Mama, Papa, ich bin wieder zu Hause. Ronja, was tust du denn hier? Du solltest doch in der Schule sein. Erstmal, ich hatte keine Lust mehr auf Schule, weil es so richtig anstrengend wurde und die dritte Stunde war schon rum, deswegen hatte ich keine Lust mehr und bin nach Hause gegangen. Was? Wir haben auch unsere blöde Arbeit zurückgekriegt und dann habe ich mir gedacht, genug für heute. Was hast du denn auf die Arbeit? Ach, eine 5, so wie letztes Mal. Aber es ist echt nicht meine Schuld. Die Lehrerin ist richtig pinzig und jedes Mal, wenn man doch nur einen kleinen Rechtschreibfehler macht, heißt es, Fehler und dann wird es rot angestrichen und auf einmal kriegst du Minuspunkte abgezogen. Ich hätte sonst nämlich eine 4 gekriegt, aber ich habe da eine 5 bekommen, weil ich zu viele Rechtschreibfehler hatte. Also wer ist der Dumme jetzt? Miss ist keine Ahnung, blöde Deutschlehrerin, keine Ahnung wie die heißt. Wir haben auch jedes Jahr eine neue, ich mag niemanden davon. Eine 5? Rechtschreibfehler? Das war Mathe. Ja, ach so, oh, ja, Mathe habe ich auch zurückgekriegt. Da habe ich auch eine 5. Aber wir haben auch Deutsch zurückbekommen, da hatten wir eine Überraschungsdiktat. Situation, keine Ahnung, aber lief nicht so gut. Aber vielleicht ja nächstes Mal, wenn ich ordentlich abschreiben kann von Lisa und die nicht jedes Mal ihren blöden Arm so vorhält, sodass ich überhaupt nichts sehe. Danke für gar nichts, Lisa. Ronja, das kann doch nicht sein. Ja, ich weiß, kann man ja auch mal sein Kind ordentlich erziehen, weil anderen Kindern helfen, finde ich, sollte schon drin sein. Ich meine, Lisa, wir sind Klassenkameradin seit der 4. Oh Mann. Naja, Essen ist schon fertig. Oh, juhu, was gibt's denn? Ich habe so einen Hunger. Gemüseauflauf. Ich hasse Gemüse. Warum denn nicht Eiscreme? Ich hole mir Eiscreme aus dem Kühlschrank. Ihr könnt euren blöden Gemüseauflauf selber essen. Nein. Wie jetzt? Nein. Na klar, ist doch Eiscreme noch da. Oder soll ich zum Supermarkt gehen? Es gibt keine Eiscreme als Mittagessen. Du isst den Auflauf. Aber ich hasse Gemüseauflauf. Da wird mir zufällig schlecht von. Ich mache, was ich will. Ganz ehrlich, ihr habt mir gar nichts zu sagen. Wenn ich Lust auf Eiscreme habe, dann hole ich mir Eiscreme. Auf dein Zimmer. Ach, ihr seid die Schlimmsten. So, ich habe überhaupt keine Lust, den ganzen Tag hier drinnen zu sitzen. Ich muss mich jetzt hier irgendwie an Mama und Papa vorbeischleichen, aber die schauen eh Fernsehen. Und dann kann ich mich noch in der Mall mit meinen Freunden treffen und finally auch ein bisschen Eiscreme essen. Ganz ehrlich, es kann ja nicht sein, dass ich jetzt ohne Essen auf mein Zimmer geschickt werde. Warte, hier ist der Supermarkt gleich. Dann gehe ich da vielleicht noch schnell vorbei und futter noch was. So, ich hoffe, Mama und Papa gucken noch fern. Aber es war eigentlich ganz nice. Ah, ja, da sind sie ja. Okay, dann geht's schnell wieder hoch auf mein Zimmer. Wo warst du denn? Ich war im Garten. Geht euch überhaupt nichts an. Ist ja wohl egal, was ich in meiner Freizeit mache. Naja, hier ist ein Brief für dich gekommen. Danke, Brief. Oh mein Gott, ich habe einen Urlaub gewonnen. Ich habe einen riesengroßen Partyurlaub gewonnen und ich bin einer von 500 Teilnehmern. Wo habe ich denn teilgenommen? Egal, ich habe gewonnen. Oh mein Gott, was für ein glücklicher Tag. Mich holt ein Bus von der Stadtmitte ab und fährt mich zu meinem Partyurlaub für eine ganze Woche. Wow, wie cool. Ja, nicht nur das, ich muss dann auch eine Woche nicht in die Schule. Das ist während Schulzeiten. Oh mein Gott, ich verpasse die Englischklausur und die Geschichtsklausur. Okay, hier ist meine Tragetasche. Ich bin bereit für Urlaub. Oh, warte mal. Papa? Wo ist denn Mama? Guten Morgen. Mama ist schon im Auto. Oh, okay, okay. Ich habe nur gedacht, das Auto steht einfach so da. Dann mach's gut. Viel Spaß alleine mit Mama. Hier wird vielleicht ein bisschen langweilig, aber ihr schafft das schon. Okay, hallo Mama. Ich bin bereit für den Urlaub. Warte, ich packe kurz meine Tasche in den Koffer. Zack. Und einmal rein hier. Ah, guten Morgen. Wohin genau musst du? In die Stadtmitte, die zweite Bushaltestelle an dem großen Kreisel. Weißt du, wo ich meine? Viel Spaß, Schatz, und sei brav. Alles klar, kein Problem. Dann mach's gut. Oh, es ist echt noch mitten in der Nacht. Oh mein Gott, ich frag mich, wo es hingeht. Vielleicht, Okay, wenn wir mit einem Bus fahren, dann kann es ja gar nicht so weit weg sein. Keine entfernte Insel. Aber vielleicht fahren wir mit dem Bus zum Flughafen. Oh mein Gott, dann habe ich überhaupt gar keine Sonnencreme eingepackt. Vielleicht muss ich nochmal zurück. Aber die werden ja schon Sonnencreme da haben, notfalls an einem Inselort. Ich freue mich schon so, wenn gleich der Bus kommt. Oh mein Gott, das ist er wahrscheinlich schon. Hallo, ich bin Ronja. Ich bin hier für den Partyurlaub. Okay, komisch. Keine Antwort, aber das wird schon der richtige Bus sein. Ich wüsste nicht, warum um die Uhrzeit ein anderer Bus kommen sollte. Ich habe auf jeden Fall mein Gepäck. Die Lady hätte ja sonst auch irgendwas sagen können. Warte mal, war es das schon? Sind wir jetzt hier? Das kann ja nicht sein. Entschuldigung, Lady, ist alles okay mit dem Bus oder gibt es irgendwie eine Panne? Aussteigen, wir sind hier. Wie jetzt, wir sind hier? Das sieht halt nicht aus wie... Hier hängt ein Kind im Zaun. Hier, hallo? Die fällt einfach weg. Hier... okay, das Kind ist auch weg. Komisch.
Das kann's ja nicht sein. Hier sind riesen verriegelte Tore, okay? Ich klingel mal. Vielleicht klärt sich das da drin auf. Vielleicht ist es nur der erste Punkt, wo wir uns alle sammeln und dann geht's weiter im Flieger. Hallo? Oh, da ist jemand. Oh, der sieht komisch aus. Oder die sieht komisch aus. Ah, du musst Ronja sein. Ja. Ich glaube, ich bin hier aber falsch. Ich habe einen Partyurlaub eigentlich versprochen gekriegt. Du bist hier richtig. Klar, weil das hier ein Partyurlaub ist. Mhm. Deine Eltern haben uns um Hilfe gebeten. Okay, ich glaube, sie haben keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Ich habe einen Brief bekommen und habe eine Einladung bekommen für einen Partyurlaub. Das hat nichts mit meinen Eltern zu tun. Das ist eine Lüge. Ich denke nicht, dass es eine Lüge ist. Ich habe den Brief selber gelesen. Ich kann tatsächlich auch gut lesen, also... Deine Eltern haben den Brief verfasst. Hä? Meine Eltern haben den Brief verfasst? Warte, was? Dann ist es gar kein Partyurlaub. Was mache ich denn hier? Ich bin deine neue Mutter. Hä? Nein. Und hier gibt es alles andere als Party. Okay, Mrs. Boss Lady, was immer Sie sagen, ich bin raus. Ciao. Komm mit. Wohin gehen wir überhaupt? Was ist das für ein weirdes Haus hier? Wer ist denn du da drinne? Das ist dein neuer Vater. Ja, yeah, klar. Hier wird nach unseren Regeln gespielt. Was soll das denn überhaupt heißen? Hier wird nach unseren Regeln gespielt. Kannst du vielleicht mal aufhören, Sit-Ups zu machen, wenn du mit mir redest? Was ist denn das? Oh mein Gott, das klingt wie die Hölle. Du wirst dich benehmen. Ich werde mich benehmen, klar. Ich werde mich benehmen. Ich bin immer ein gut erzogenes Kind gewesen. Also ist es kein Problem für mich. Und jetzt ab ins Bett. Es ist mittags. Bestenfalls nachmittags. Klar, ich stand eine Weile vor der Tür. Morgen ist Schule. Was? Schule? Ich wollte einen Urlaub. Ich wollte einen Partyurlaub. Wie jetzt Schule? Ich gehe nicht in die Schule. Ich hau wieder ab. Okay, Tür. Oh Gott, wo geht's denn hier raus? Ich habe mich verlaufen. Hier ist abgeschlossen. Hier komme ich nie wieder raus. Ist hier mein Bett? Ich muss in einem Doppelstockbett schlafen? Dann gehe ich jetzt ins Bett und dann reden wir morgen nochmal drüber, wie zivilisierte Menschen, okay? Ronja, aufstehen! Aufstehen, es ist schon... Wie spät ist es? Wie lange habe ich geschlafen? Ich habe meine Sonnenbrille noch auf, deswegen ist alles so dunkel hier. Warte mal, es ist 5 Uhr nachts? Ich gehe wieder schlafen, überhaupt gar keine... 5 Uhr, Zeit fürs Training. Was denn für ein Training? Ja, wie gesagt, es soll die Schule gehen, ja, nicht Training. Los! Okay, ich komme einfach. So müde, ich will schlafen. Soll ich jetzt hier Sport machen? Okay, kein Problem. 1, 2, 3, ich kann nicht mehr. Sind 3 genug? 150 Stück. 150? Also das sind viel zu viel Gewicht, den könnte ich. Dann mache ich ein paar Scheiben ab. 1, 2, 3, okay, 400, 98, 99 und 5, was auch immer. Los, oder es gibt kein Frühstück. Oh mein Gott, nein, lass mich runter. Okay, Frühstück klingt gut. Boah, meine Klamotten sind durchgeschwitzt. Habt ihr noch was anderes da? Wo ist überhaupt meine Tasche? Was ist mit der passiert? Auf deinem Bett liegt frische Kleidung. Okay, dann ziehe ich mich kurz um und... Warte, was? Okay, das kann nicht euer Ernst sein, Leute. Ich sehe lächerlich aus. Du machst schon wieder Sit-Ups. Ich glaub's nicht. Frühstück gibt's hier. An dem leeren Tisch? Okay, pass auf. Du weißt es wahrscheinlich nicht, weil du halt nicht meine tatsächliche Mutter bist. Aber ich esse zum Frühstück eigentlich ganz gerne Waffeln. Alternativ gehen auch Krebs. Zwingend wichtig ist Nutella, frische Beeren und ein bisschen Schlagsahne. Und dann hätte ich noch gerne eine heiße Schokolade mit Schlagsahne und Marshmallows und extra so Schokosoße drüber gedrizzelt über die Schlagsahne. Das schmeckt mir am besten. Und ich hätte es gerne mit einem pinken Strohhalm. Du bekommst diesen Apfel. Und sonst? Nix da sonst. Aber meine Waffeln! Ich kann ohne meine Waffeln nicht in den Tag starten! Ist auf, wir joggen gleich zur Schule. Warte, wir joggen noch zur Schule? Ich habe hier gerade, keine Ahnung, 150 blöde Bankdrücksätze machen müssen. Das kann ja wohl nicht sein. Ich will meine Waffeln und ich will meine Schokomilch. Du hast 5 Minuten. Ich habe 5 Minuten wofür? Zum Essen von dem blöden Apfel? Okay, wow, kriege ich hin. Ach, mein Bauch fühlt sich so leer und ich brauche was Warmes morgens. Okay, ich bin bereit. Wir können in die Schule gehen. Auf geht's. Okay, ich werde jetzt mitverfolgt zur Schule. Ich kann nicht einfach alleine gehen. Lady, ich kenne den Weg zur Schule. Es ist
gar nicht so weit weg und ich denke, ich werde es schon finden. Dankeschön, ab hier kriege ich es alleine hin. Du schwänzt doch nur. Ich komme mit. Verdammt, okay, das hat auch nicht funktioniert. Wie komme ich denn hier raus? Ich will doch nicht für immer in diesem blöden Militärhaushalt gefangen sein. Was steht überhaupt auf ihrem T-Shirt? Ranger? Was denn für ein Ranger? Ranger von der strengsten Eltern der Welt Farm, die ihre Kinder nichts machen lassen, was Spaß macht? Okay, pass auf. Lady, kann ich mich nach der Schule mit meiner Freundin Sabine treffen? Nein. Aber das ist schon lange geplant. Sie kriegt einen Pool. Den macht sie auf. Es ist endlich warm genug. Nach der Schule wird gelernt. Wie nach der Schule wird gelernt? Das wird doch schon in der Schule gelernt. Da muss ich dann danach noch nicht noch was machen. Weniger reden, mehr laufen. Es ist so anstrengend. Oh, verdammt, ich habe ganz vergessen, dass heute die Klausur ist. Oh, verdammt, ich habe überhaupt nicht gelernt, weil ich ja gedacht habe, ich bin im Partyurlaub. Okay, theoretisch ist der Lehrer noch nicht da. Was hält mich denn ab, einfach zu gehen? Die anderen Leute sind auch nicht mehr da. Dann hau ich ab und dann kann ich mich trotzdem mit meiner Freundin treffen und... Och, nee. Ronja, was soll das? Zurück zu deiner Klausur. Ich wollte nur ein bisschen... ist so schwindelig. Ich wollte nur frische Luft schnappen. Bitte. Mir ist... mein Kreislauf. Oh nein! Los, keine Ausreden. Aber mir ist wirklich schlecht. Ich könnte jeden Moment ohnmächtig werden. Wirklich wahr, Leute. Ich komme mit. Ja, aber also so ohnmächtig kann ich nicht werden. Das ist nicht gefährlich in dem Sinne, aber ich brauche einfach ein bisschen frische Luft. Am besten hinter der Schule. Ich glaube, da ist die Luft noch ein bisschen frischer. Rein mit dir. Oh mein Gott. Okay, ich gehe ja schon. Okay, das wird wohl einfach kein Entkommen. Dann nächste 5. In the making. Oh mein Gott, die TikToks werden immer besser. Ich habe hier so eine kleine Katze, die kommt alle paar Minuten auf meine For You-Page. So niedlich mit dem kleinen Kostüm. Ach, einfach goldig. Handy weg, du sollst lernen. Ach, okay, ich habe mein Handy weg. Lern jetzt endlich. Oh mein Gott, so spießig. Okay, weißt du was, ich muss aufs Klo. Ich, meine Blase, super klein, dringend aufs Klo, super wichtig. Ich gehe mal. Du warst gerade erst auf dem Klo. Okay, und wer sind Sie, um mir zu sagen, wie oft ich aufs Klo gehen darf? Ha? Ha? Was ist, wenn du was getrunken hast und auf einmal aufs Klo musst und dann sagt dir jemand, bleib jetzt hier. Ganz ehrlich, bleib jetzt hier, bleib jetzt hier. Ich mach, was ich will. Ich geh jetzt in den Keller. Tschüss. Oh mein Gott, das ist ein... Oh mein Gott, hier ist ja verrückte Sache. Oh mein Gott, hier ist... Oh, was ist das denn? Oh mein Gott, das ist irgendein Hightech-Kram. Oh, was ist das, ein Computer? Hier ist ein Computer. Ich kann hier Roblox spielen. Oh, du wolltest nicht hören, jetzt hast du Auszeit. Okay, Auszeit, das klingt gut, Auszeit, Freizeit. Komm mit. Okay, mal gucken, was wir machen und... Warte, nein. Wirklich? Ich soll hier rein. Klar, in die Gefängniszelle. Warte, ist das dein Ernst? Du sperrst mich ein? Ich bin nur ein Kind. Hausarrest. Das ist kein Hausarrest. Ihr seid kranke, kranke Leute. Lasst mich sofort hier raus oder ich... Oh mein Gott, ihr habt mir mein Handy weggenommen. Vielleicht solltest du das nächste Mal hören. Ihr seid verrückt. Lasst mich raus hier. Ich rufe meine Mama und meinen Papa. Ich will einfach nur noch raus. Morgen um 5 geht's mit Training weiter. Und ich soll hier schlafen? Auf dem Boden? Okay, sie geht einfach weg. Okay, dann schätze ich mal, bin ich... Ich habe hier eine Toilette. Okay. Oh mein Gott, das ist der schlimmste Haus aller Zeiten. Ronja, bist du das? Papa? Oh mein Gott, endlich. Es ist so lange her, dass ich dich das letzte Mal gesehen habe. Wie geht's dir? Ich freue mich so, dich zu sehen. Mir geht's toll. Wie geht's dir denn? Ich hatte ein hartes letztes Jahr, aber ich freue mich, dass ich endlich wieder zu Hause bin. Komm, lass mich das abnehmen, dann trage ich's rein. Okay, danke. Kein Problem, mache ich doch gerne. Oh, ist Mama zu Hause? Hallo, Mama. Oh, du kochst gerade. Was gibt's denn Schönes? Ronja? Ja, ich durfte endlich raus. Ich war jetzt hier ein Jahr drüber. Es tut mir leid. Es ist okay, ich freue mich einfach nur wieder zu Hause zu sein. Ich räume mal die Lebensmittel in den Kühlschrank ein. Du bist so brav. Ich schätze mal, ja, ich bin ein bisschen braver geworden. Aber du weißt gar nicht, was die in dem anderen Haus mit mir angestellt haben. Es war so hart, die Leute waren so super streng und ich habe teilweise Nächte in der Gefängniszelle geschlafen. Es tut mir so leid. Ist schon okay, jetzt bin ich ja wieder zu Hause. Was gibt's denn zum Abendessen? Naja, also Gemüseauflauf. Gemüseauflauf? Oh mein Gott, wirklich? Ich freue mich. Oh, was Schönes Warmes. Drüben hatten wir gefühlt nur Äpfel oder kaltes Brot. Wirklich? Ja. Eine warme Mahlzeit zum Abendessen. Mama, Dankeschön. Dankeschön fürs Kochen.
Und Papa, danke, du auch. Und, oh mein Gott, ich gehe mir kurz die Hände waschen und mich frisch machen. Und dann komme ich runter zum Essen. Sehen uns gleich. Oh, ich habe endlich wieder normale Klamotten an. Es gibt richtiges Essen und, ach, endlich ist wieder alles in Ordnung. So, das war's mit diesem Video von die strengsten Eltern in ganz Brookhaven. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal. Da verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.